Ja, ich habe meine Kindheit eigentlich im Keller verbracht. Die Keller wurden ja vorne abgesichert, wurden vermauert und mit Sandsäcken. Und dann wurden Durchbrüche zum anderen Wohnhaus gemacht, was man ja heute als lächerlich findet, da Sandsäcke vor der Tür. Und dann Durchbrüche, dass man, wenn jetzt das Haus zerstört war, dass man dann ins Nebenhaus noch konnte. Aber irgendwann wurden ja Bunker gebaut und dann war der Keller nicht mehr für uns, sondern wir kriegten ja dann Frühalarm, Voralarm und wir sind dann in den Bunker gegangen, die natürlich sehr, sehr voll waren immer. Also manchmal war es so voll, dass die Türen verschlossen wurden und wir draußen standen und den ganzen Bombenhagel da draußen erleben mussten. Das war natürlich eine schreckliche Erinnerung. Vor allen Dingen, wo ich mich immer heute noch daran erinnere, ist ein Feuerwerk ist. Wenn wir also hier an Veranstaltungen haben, wo Feuerwerk ist, dann denke ich da immer an meine Kindheit, wo die Tannenbäume, die kamen ja immer zuerst. Die haben uns ja immer ausgeleuchtet. Und wenn dann die Tannenbäume da waren, hinterher gab es ja fielen dann die Brandbomben, zuerst Brandbomben, das waren so Stabsbrandbomben, so Phosphorbrand, die steckten immer in der Erde drin und brannten dann so ganz toll. Als Kind fand man das ganz toll. Und dann hinterher kamen dann eben diese schweren Bomben, die Blinddinger, die wir ja heute auch noch haben. Und in dem Keller oder diesem Bunker waren da meistens Kinder und Frauen Ja, oder wir ganze wurden ja, Familien oder? ja, wir waren zum Teil im Anfang waren wir ja noch nicht in der Kinderlandverschickung. Irgendwann kam ja die Kinderlandverschickung und da wurden wir ja evakuiert. Viele kamen in den Harz oder wurden zu Verwandten gebracht und so Schulunterricht hatten wir ja dann eines Tages gar nicht mehr. Und ja, und alte Leute, kranke Leute, also es war schon sehr schlimm. Also die Bombenangriffe im Keller habe ich nicht so bewusst erlebt, also schon erlebt, aber nicht so als tragisch empfunden. Es war manchmal furchtbar, weil die Winde wackelten und der Staub und der Dreck war da. Aber nachher, wenn wir zum Bunker laufen mussten, da bin ich immer mit dem Rucksack hatte ich, da hatte ich alles eingepackt und ich war ja klein, also Kind. Und dann diese Massen, die dann in den Bunker strömten, nicht? Das war natürlich. Was mich dann noch so belastet hat und heute noch so in Erinnerung habe, das sind ja, wenn die Blindgänger gefallen waren, dann mussten die Juden, die hatten so gestreifte, blau-weiß gestreifte Anzüge und die mussten die entschärfen. Das fand ich nicht so toll. Weil meine Eltern sagten, die Bomben können ja explodieren und das sind eben die Juden, die das machen müssen. So, das waren die ersten Jahre und es wurde ja dann immer schlimmer. Wie lange ist man so in diesem Bunker oder in dem Keller verblieben? Das war unterschiedlich. Manchmal waren wir eine ganze halbe Nacht da. Manchmal war ja auch, wenn die nach Leipzig fuhren, dann wurde Entwarnung gegeben. Oder nach Berlin, dann kamen die wieder zurück. Hatten wir 1 Stunde oder 2 Stunden, hatten wir Ruhe und dann gab es wieder. Und dann hatten wir Ruhe. Aber sind dann in unsere Wohnung gegangen. Aus dem Bunker sind wir meistens nicht gegangen. Und dann kamen die zurück und das, was sie in Berlin nicht gelassen haben, das haben sie dann in Hannover noch abgeschmissen oder irgendwo in der Umgebung. In Osnabrück war das oder. Also sie haben es nicht mit wieder zurückgenommen nach England, sondern haben es hier in Deutschland gelassen.